Denkst du dir auch oft, ich müsste eigentlich mal wieder einen Blogpost veröffentlichen und meine Instagram-Follower haben auch schon länger nichts von mir gehört? Oder hast du eher 1000 Content-Ideen, die aber überall und nirgendwo stehen, in deiner Handy-Notiz-App, auf tausenden Post-its und in Word-Dokumenten und weißt überhaupt nicht, wo du anfangen sollst? Ja, es ist gar nicht so einfach, neben dem eigenen Kernbusiness noch Marketing für sich selber zu machen. Ich weiß, wie das ist. Ich bin selber selbstständig. Wenn du aber wirklich was erreichen willst mit deinen Blogartikeln, deinen Instagram-Posts, mit deinen Newslettern oder deinen Podcast, dann ist vor allem eins wichtig und das ist Kontinuität. Deshalb habe ich den nachhaltigen Content-Planer entwickelt. Das ist ein Themenplaner und ein Sachbuch in einem. So richtig zum Anfassen, analog sozusagen, erinnert er dich auf deinem Schreibtisch immer daran, dass du noch was erledigen wolltest oder begleitet dich, wenn du unterwegs bist. Ganz im Gegensatz zu irgendwelchen digitalen Tools, an die du erst denken musst. Er gibt dir zum einen eine gute Struktur, um deine Themen und deine Ziele zu planen, Jahresziele, Quartalsziele, Monatsziele. Er gibt dir aber auch wertvolle Tipps und unterstützt dich bei der Contentplanung und inspiriert dich jeden Monat mit saisonalen Themenideen und internationalen Aktions- und Feiertagen. Keine 1000 Notizen mehr irgendwo, sondern alles gut strukturiert beisammen. Und weil mir Nachhaltigkeit nicht nur im Business wichtig ist, sondern auch bei der Umwelt, soll dieser Printplaner ressourcenschonend in einer Ökodruckerei produziert werden. Ich bin übrigens Heike von Wortkreation und ich liebe einfach Content- und Redaktionspläne. Denn als Werbetexterin und ehemalige Journalistin habe ich in den letzten Jahren sehr, sehr viele davon für die verschiedensten Unternehmen erstellt. Und mit diesem Wissen und mit dieser Erfahrung möchte ich gerne anderen Selbstständigen helfen, ihr Content-Marketing besser zu organisieren und mit ihrem Business rauszugehen und sichtbarer zu werden. Du hast den Print-Content-Planer jeden Tag auf deinem Schreibtisch vor dir liegen und er soll dich ja ein Jahr lang begleiten. Es ist nämlich ein vordatierter Jahresplaner und da müssen einfach das Design und die verwendeten Materialien hochwertig sein. Und Hardcover-Bücher mit hochwertigem Papier, mit einer offenen Fadenheftung, damit die Seiten wirklich flach liegen bleiben, wenn du reinschreibst. Zwei Lesezeichen, Bändchen und gedruckt bei einer Ökodruckerei, das kostet nun mal. Deshalb würde ich fast die gesamte Crowdfunding-Summe für die Druckkosten verwenden. Damit dieser nachhaltige Print-Content-Planer, den es so noch nirgendwo gibt, Realität wird, brauche ich deine Unterstützung. Wenn du die Idee gut findest, zukünftig nachhaltig Content zu planen und dein Business zu verändern, dann hol dir den nachhaltigen Content-Planer als Dankeschön und kauf am besten noch einen für deinen Business-Buddy oder deinen Lieblingskunden mit dazu. Oder einfach für beide.